Liebe Firma Nintendo, ihr seid meine Lieblingsspieleschmiede. Für euch gebe ich auch gern mal mehr Geld aus. Aber momentan geht ihr mir gelinde gesagt auf die Eier. Es kann doch nicht sein, dass auf der Switch immer nur Ports von der Wii U oder vom 3DS angekündigt werden. Egal ob Mario Kart, Monster Hunter oder neuerdings auch Pokémon Tekken. Selbst das fantastische Zelda ist faktisch nur ein Wii U Remake. Auch wenn beide Versionen zeitgleich erschienen sind, wurde das Spiel auch ursprünglich für die Wii U geplant und nur für die Switch umgesetzt. Langsam aber sicher fühlt es sich so an, als wäre Super Mario Odyssey der einzigst exklusive Titel, der noch für die Switch rauskommt. Natürlich ist dem nicht so und es wurden noch einige andere Titel angekündigt. Doch die meisten Leute warten mit voller Vorfreude eben nicht auf Splatoon 2 oder als neues Xenoblade, sondern nur auf Super Mario Odyssey. Und mehr kommt da nicht. Wo bleibt Metroid? Wo bleibt das neue F-Zero? Und so weiter und so weiter. Natürlich könnte man auch sagen, warte auf die E3. Dort wird Nintendo eine Granate nach dem anderen raushauen. Doch ehrlich, glaubt ihr wirklich dran? Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Nintendo arbeitet momentan nur an Ports, um mehr Potenzial frei zu haben, um auf der E3 richtig ranzuklotzen. Nur leider ist dafür die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Nintendo hat seit Jahren keinen guten Kontakt zu Drittherstellern und kommt, wie ich erläutert habe, mit eigenen Spielen momentan nicht gut hinterher. Natürlich ist die Switch eine junge Konsole und hat noch jede Menge Potenzial und Zeit vor sich. Doch wenn Nintendo nicht bald den Wendepunkt erwischt, kann es passieren, dass es ihr genauso geht wie die Wii U, die mittlerweile in die Bedeutungslosigkeit herabdriftet. Als alter Fanboy hoffe ich natürlich, dass Nintendo die Kurve kriegt. Doch etwas Kritik muss natürlich auch erlaubt sein, ansonsten kann sich das Unternehmen nicht weiterentwickeln. Und ich bin mir natürlich klar, dass ich als Mini-YouTuber nicht die Macht habe, Nintendo in eine gewisse Richtung zu lenken. Ihr allerdings schon als Käufer. Es sagt ja keiner, dass ihr euch eure Lieblings-Wii U-Titel nicht auch für die Switch kaufen könnt. Oder für die Leute, die gar keine Wii U hatten. Ist es nur logisch, dass man sich die Switch mit diesen Neuauflagen kaufen kann. Und das ist auch der Plan von Nintendo, da die Wii U sich, wie gesagt, nicht so gut verkauft hat. Aber für alle anderen Leute ist es doch relativ enttäuschend, wenn keine neuen Spiele kommen, also keine wirklich neuen Spiele. Und für diese Leute heißt es, bitte nicht einfach nur die Remakes kaufen, sondern einfach auf neue Titel warten. Ansonsten macht Nintendo mit dieser Nummer ewig weiter und wir bekommen nie neue Titel, bis auf wenige Ausnahmen wie Super Mario Odyssey. Vielleicht sehe ich die ganze Sache auch etwas zu schwarz, aber ich hoffe, das kleine Video hier hilft euch, etwas drüber nachzudenken und euer Kaufverhalten vielleicht sogar etwas anzupassen. Ach ja, noch eine kleine Bemerkung zu dem Nintendo Direct zu Pokémon. Was ja ziemlich schlecht ankam, wenn man sich nur mal bei YouTube anguckt, wie viele Dislikes das Ganze bekommen hat. Und auch in meinem Freundeskreis hieß es, dass das Ganze sehr enttäuschend war. Nochmal, liebes Nintendo, wenn ihr nicht wirklich etwas Neues zu zeigen habt, macht kein Nintendo Direct. Niemand erwartet was von einem Nintendo Direct. Also ich persönlich nicht erwarte, dass da die großen Dinge rausgehauen werden. Aber so eine kleine Funken Hoffnung, dass da was Neues kommt, ist schon da. Und wenn ihr einfach nur Ports alter Titel zeigt oder eine Ultimate-Auflage eines alten Titels, kann das durchaus enttäuschend für die Leute sein. Gerade in Zeiten, wo man die Möglichkeit hätte, ein wirklich neues Pokémon für die Switch rauszubringen, sollte man diese Gelegenheit vielleicht irgendwann auch mal nutzen. Denn ich denke, genug Potenzial wäre dafür da. Nun aber genug gemeckert, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und vielleicht hört es ja irgendjemand von Nintendo und die ganze Botschaft kommt auch oben an. Ich danke euch fürs Reinschauen, wir sehen uns beim nächsten Video vielleicht wieder. Ich sag bis die Tage und ciao!